Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Vibebox von Flair. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Vibe von Flair, das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Ja, die Box ist, wie wir schon auf den ersten Blick feststellen können, richtig, richtig groß. Wir haben hier einen quadratischen Boxdeckel in schwarz gehalten und dann haben wir hier lediglich ein paar Worte in weiß darauf stehen. Einmal lesen wir hier Flair, darunter Vibe und zu unterst dann noch Limited Deluxe Box. Jo, ansonsten ist das hier auf allen Seiten in schwarz gehalten. Also sehr einseitig das Ganze gestaltet. Es klappert auch schon. Und wenn wir uns das Ganze dann nochmal von der Unterseite ansehen, dann lesen wir hier Inhalt. Maskulin Snapback, A1 Poster, Vibe CD Album, Vibe Vinyl Album, Vibe Instrumentals. Dann haben wir noch die Beteiligten und einen Barcode. Alles klar. Gut, nachdem wir das alles zur Kenntnis genommen haben, werden wir einmal hineinschauen und den Deckel abnehmen. Jawohl. Von innen ist der Deckel ebenfalls in schwarz gehalten. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal die Maskulin Snapback, die Instrumentals zum Album, das Album an sich. Dann haben wir hier die Vinyl. Schauen wir mal, ob sie rausgeht. Jawohl, die Vinyl und ein Poster ist auch noch mit drin. So, somit hätten wir den Inhalt komplett entleert. Jetzt können wir den Deckel mal wieder drauf machen. Jawohl, langsam aber doch geht der Deckel drauf. Dann packen wir die Box mal zur Seite. Und starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Vibe von Flair. Es ist das 13. Soloalbum. Wie gesagt, aus dem Jahr 2016. Wir haben hier ein Foto von Flair und dieses wurde scheinbar ziemlich lange belichtet. Also sehr lange Belichtungsdauer, denn wir haben hier so Verwischungen. Das sieht so aus, als wäre Flair hier gerade in der Bewegung und deswegen haben wir auch hier so entsprechende Schlieren und so Verwischungen. Hier in der Mitte lesen wir einfach mal klassisch den Albumtitel Vibe. Dann haben wir unten noch einen Verbraucherhinweis auf Englisch. Und ansonsten haben wir hinten eine sehr farbenfrohe Wand, also jede Menge Farb. Ja, was ist das? Farbstreifen, Farbwischer und wir haben hier noch eine schwarze Bomberjacke von Alpha. Das Ganze kommt in einem Super Jewel Case. Auf der Seite lesen wir wieder Flair, Vibe und dann haben wir eine Nummer. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Die ist nicht durchnummeriert. Es sind 18 Tracks, soweit ich weiß. Und wir haben auch einige Features mit drauf. Wir haben hier Features von Bushido und Shindy, Jalil, Lars, nochmals Jalil. Und dann haben wir hier zum Abschluss noch ein Feature von Sentino. Beteiligte und Barcode, auch Flair wieder hier abgebildet in so einer verwischten Optik. Dann schauen wir mal hinein. Also auch hier wieder jede Menge Farben und solche Streifen. So sieht das dann aus. Wir haben hier die einzelnen Tracks mit den Infos, wer den Text bzw. wer den Beat beigesteuert hat. Und dann gibt es hier wieder weitere Fotos. Also sieht so aus, als würde Flair wirklich das komplette Artwork, das komplette Booklet hier, diese Kappe tragen. Jo, also hier wirklich auf jedem Foto. Dann haben wir hier wieder die Infos zu den einzelnen Tracks. So sieht das aus. So, trotz Outfitwechsel, die Cap ist immer noch am Start. Und zum Abschluss gibt es noch ein Foto aus der Shisha-Bar. So, hier haben wir dann die Album-Credits. Also wer war daran beteiligt, wer hat hier gemixt, gemastert, all das kann man hier nachlesen. Fotos sind von Katja Kuhl.
Und hier zum Abschluss nochmal das maskuline M und die Internetauftritte bzw. Social Media von Maskulin und Flair. Jawohl, dann kommen wir zur Album-CD. Auch die ist in dieser verwischten Optik gehalten. Vibe lesen wir hier wieder. So sieht die CD aus. Auf der Rückseite gibt es wieder jede Menge Farben. Und das war's soweit zum Album. Dann haben wir die Instrumentals, die kommen in einer Papphülle, hier in dunkelgrau gehalten. Hier lesen wir wieder Vibe Instrumentals und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Also hier die Instrumentals aufgelistet plus die Beteiligten. So sieht dann die CD aus, auch ganz schlicht gehalten in dunkelgrau und weiß. Jawohl. Aber damit nicht genug, wir haben nicht nur Album-CD und die Instrumentals auf CD, sondern selten aber doch haben wir auch noch das Album auf Vinyl. Genau das haben wir hier vorliegen, also das Cover ident wie auch schon das Cover der CD. Hier unten wieder der Verbraucherhinweis. Auf der Rückseite ebenfalls ident gestaltet, hier die Tracklist, das Foto von Flair, dann haben wir noch den Barcode und die Beteiligten und dann schauen wir mal hinein. Es ist eine Vinyl, also eine einzelne Platte und auf dieser hat man es geschafft, die Tracks unterzubringen. Das Ganze kommt in einer weißen Papierhülle und die Vinyl an sich ist dann in Orange gehalten. Hier in der Mitte lesen wir A, also das ist die A-Seite und auf der Rückseite haben wir dann die B-Seite, aber es sieht auf jeden Fall schon mal richtig gut aus, so in Orange. Gefällt mir immer sehr gut, wenn Vinyls eingefärbt sind und vor allem so eine knallige Farbe, das macht auf jeden Fall Spaß. So, dann packen wir die Vinyl mal wieder zurück. Nachdem es ja 18 Tracks sind, gehe ich mal stark davon aus, dass die wahrscheinlich 9-9 oder 10-8 aufgeteilt wurden, je nach Länge. So, die Vinyl-Soundhülle wieder rein. Schauen wir nochmal kurz, ob hier auf der Seite was steht. Nein, hier auf der Seite ist kein Text zu lesen. Dann kommen wir zum Poster. Dieses Poster ist in hauptsächlich dunkelblau gehalten, wie wir hier sehen. Jawohl. Und zwar haben wir hier das Foto in der Shisha-Bar. Das kennen wir schon aus dem Booklet der Album-CD. Da war ja das letzte Foto. Dieses hier, Flair hier auf dieser Couch, auf dieser Eckbank sitzend. Und auch hier wieder diese verwischte Optik, diese lange Belichtungszeit hier angewendet. Das Ganze kommt im Querformat und die Rückseite ist, wie wir sehen können, blank weiß. Also, einseitig bedrucktes Poster im Querformat. Dann packen wir das Poster wieder zusammen. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier eine Snapback mit dabei. Wie sollte es anders sein? Die kommt natürlich von der Marke Maskulin. Das Ganze ist komplett in Schwarz gehalten. Wir haben hier einmal das M, das Maskulin M, auf der Vorderseite aufgestickt. Dann haben wir hier einen schwarzen Schirm, der auch auf der Unterseite schwarz ist. Komplett in Schwarz gehalten, die Cap. Hier hinten dann natürlich entsprechend, um die Größe an euren Kopf anzupassen. Und dann haben wir hier auch noch einen Anhänger. Was lesen wir hier? MA030 Limited Cap Black Size OS, also One Size. Dann einen Barcode und maskulin.de. Also die Kappe dürfte es auch so zu kaufen geben. Hier dann nochmal ein Maskulin M und Maskulin Schriftzug. Hier drin lesen wir das auch wieder. Established 1982, One Size. Und One Size Fits All. 85% Acryl und 15% Wolle, daraus besteht das Ganze. Und das Ganze ist von der HiSix GmbH in Saarbrücken und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Dann fassen wir zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Cap, dieses Snapback in Schwarz. Dann haben wir das Poster einseitig bedruckt im Querformat. Die Album-Vinyl mit A- und B-Seite mit dem ganzen Album auf der orangen Vinyl drauf. Die Instrumentals in der Papphülle auf CD.
und natürlich das Album an sich im Super Jewel Case. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Vibe von Flair. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Flair unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.